So, hallo meine lieben Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind schon wieder mittendrin im Festungseinnehmen, sag ich jetzt mal. Ich habe gerade noch gesehen, eben direkt gibt es einen Kopfgeldstifter mal wieder. Und den machen wir jetzt einmal platt, ne? Genau, dann können wir nämlich auch gleich wieder die Kriegsstärke schwächen. Eben indem wir hier die Kisten verbrennen, die Befehlshaber töten, etc. Genau, ich habe die neuen Sachen angezogen. Letzte Folge haben wir einen legendären Armschutz bekommen. Habe ich natürlich jetzt gleich angelegt und da der nicht zum Set gepasst hat, habe ich ein bisschen nachgeholfen, dass es jetzt alles wieder schön ordentlich alles aussieht und ich meine das mit klar mit jetzt, das war natürlich nur ein Gag. Ja. Aber wenn ich Bock habe, dann ja, wer weiß, muss einfach nochmal. Muss echt sagen, also ich finde Skin mega wichtig in diesen Games. Und freut mich auch, dass sie das so schön gemacht haben. Gerade jetzt eben in den neuen Spielen, in allen Spielen wird es noch so sein. Man hat leider, 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 Gott sei Dank, halt meistens immer gleich aussieht. Aber deswegen finde ich es auch hier so schön, dass es eben gibt. Ist eben komplett frei zu wählen, wie man einfach kommt. Diesmal muss ich sagen, Schnitt ja gut. Wirklich gut. Oh, der Befehlshaber war down. Dann hören Sie. Plündern, verbrennen. Naja, jetzt für Verstärkung. Verstärkung auf dem. Natürlich ist nicht so geil. Bin ich hier mal so early. Ja, schon wieder nichts. Hier kann ich noch schön absnacken. Das mindert die Chancen der Spartaner. Da ist noch da oben. Warte mal. Ich. Ich kläre. Zigzag, das schwächt die Stärke der Spartaner, aber wir sind doch pro Sparta halt jetzt. Den verstehe ich jetzt das ganz. Ganz kurz gucken dann gleich mal, was ich da höre. Wenn ich hier die stärkere Partei ist, sag ich jetzt mal. Die letzte Kiste, die wir. Hier, wo noch eine. Wo ist die? Ach, da oben. Oh, da sind wir gleich da. Zack. Weiter, beide Sprung. Sehr gut. Oh. Haus des Anführers. Erledigt. Sehr gut. So, aber jetzt. Ihr habt lange, lange, lange drauf gewartet. Endlich geht's weiter mit der Hauptstory. Schauen wir mal, was Elpenor uns
nichts zu sagen habe. Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Ich lüge. Sein Kassantrag. Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber wo ist der davon? Vater, oder? Warum musste ich Nikolaus töten? Weil ich wusste, dass du es kannst. Oh, warum ihn? Weil er genial war. Er hätte Athen in einem Monat oder zwei erobert. Und Stentor verfügt nicht über die Gerissenheit des Wolfs. Du wolltest Athen retten? In einem schnellen Krieg ist kein Geld zu machen. Ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Der hat irgendwie was vor. Hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Er sprach von meiner Mutter. Sie ist am Leben. Nicht mehr lange, fürchte ich. Was willst du damit sagen? Natürlich, dass du mir ihren Kopf bringen wirst. Bist du verrückt geworden? Du hast den Mann, der dich aufzog, für einen Beutel Münzen getötet. Da habe ich eben angenommen, dass du genau wie ich deine Familie tot sehen willst. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Okay. Kamitsch. Akamitsch. Ah, nicht. Oh. Ich hilf doch eh. Was willst du denn, du Zivilist? Oh, außerdem. Oh, 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 oh. Müssen wir schon wo hier angreifen? Hier war eigentlich den eine hier. Apudo. Okay, Brudi. Läuft bei dir? Einfach mal der nächste Kugeljäger auf der Liste. Level 13. Okay. Ich absolut okay. Wird fein. Absolut fein. Ja. Auf jeden Fall auch ein Schwer. Also schwer ist. So merke ich jetzt schon. Ja, schwer mit diesem Ultra. Möchte ich noch? Geht, ne? Ja, ja schön, Tobi. Und. Zack. Dann guck. Ah, nichts zu viel. Grün Gift, jawohl. Giftig. Hier hat sich der Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Ja?
Haben wir also auch erledigt. So, Elpenor hat sich ein Brief an Elpenor? Ach, Silbe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Also, er hat mich direkt zu. Ah, Silbe. Silbe. Elpenor sucht nach einer Frau. Auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Ladungsverzeichnis. Elpenor hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Malaka. Typische Menschen getroffen. Aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpenor. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Hashtag Ansage. Was? Schlangengras? Hi, der hat's gesagt. Crazy. Hätte ich nicht gedacht, dass sich dieses Blatt so schnell wendet, dass Elvenor eben eine Schlange basisch. Oh, habe ich gestohlen. Hups. Kann ich eigentlich was machen? Gut. Motorische Schwierigkeiten gibt's. Ist sie nicht mehr mein. Und was ist der Quest hier? Kann ich dir heute irgendwie behilflich sein? Diese verfluchten spartanischen Soldaten. Weil die Männer fort oder tot sind, tun sie, was sie wollen und fürchten keine Rache. Narren. Nicht nur die Wunden des Krieges sind groß, auch der Wille zur Rache. Der Befehlshaber ist grausam und seine Männer sind brutale Bastarde. Die Götter müssen sie strafen. Lass mich raten. Ich soll all diese Spartaner zu Hades schicken. Die paar Soldaten sollten für jemanden mit deiner Erfahrung kein Problem darstellen. Ja, also. Ich helfe dir. Danke, Masse. Du hast mein Wort. Bei Zeus. Danke. Chere. Oh. Genau. Es wird ja einfach so. Nebenbei mache ich Quests sein. Genau. All die spartanischen Soldaten. Okay, okay. Gut. Was haben wir denn hier? Scheiß drauf. Scheiß auf sie alle. Götter, Orakel und vor allem Pi. Seeleute. Pi, Was ist dein Problem? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Komm, jetzt gehen wir mal wirklich aufs Ganze. Ich bin eine Göttin. Du brauchst Götter? Ich bin das nächstbeste. Oh, eine lebende Göttin? Du kannst dich verkaufen, das lasse ich dir. Ja, ja. Also, wer bist du? Ich bin Gelon. Der Sparta. Der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Es war nur sorry, Brudi. Oh, es ist nicht deine Schuld. Nach dem Geschäft mit dem Orakel wollte ich mein Schiff und meine Mannschaft hier treffen. Das war gestern und sie sind nirgends zu sehen. Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, gute Frage. Ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Ja, ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Giki. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück.
Okay. Und auf Schatzjagd in der Bucht. Ist der nächste Kopfgeldjäger? Warte mal. Ah, noch 45 Meter. Kollege, nein, ja. Level 11. Ja, Mann. Mach mal. Level 11er. Der rennt weg, oder? Das brauche ich gar nicht. Oh no. Nein, Brudi, Pferd. Ja, die tolle Kirsche hast du toll gemacht, du Kirsche. Gut. Ja, gut. Hast du es auch gemacht? Perfekt. Ah, heute läuft's am laufenden Band, du. Und war noch eine neue Quest zu machen. Ich muss ja erst sprechen und dann kann ich ja die Quest sozusagen verfolgen, deswegen ich melde mich dann gleich und vielleicht können wir die einfach auf unseren Reisen gleich machen. Kann ich dir bei etwas behilflich sein? Einer meiner Kunden findet immer Ausreden. Ich kann nicht von jämmerlichen Opfergaben leben. Die anderen Hetären erhalten wunderschöne Geschenke. Klingt, als wollte er dich übers Ohr hauen. Das lasse ich nicht zu. Mir ist nichts geblieben. Ich habe keine Kette oder neue Gewänder. Nicht einmal eine Drachme für seine Versprechen. Die anderen Mädchen verspotten mich schon. Und du willst, dass ich ihn in die Unterwelt schicke? Sein Blut muss vergossen werden. Was sie immer mit Hades hat, ist schon krass. Es wird nicht leicht, aber... Hades, Unterwelt, jawohl. Gut. Mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwann mal gegen Hades noch battlen. So. Schaltet die Politiker aus, jawohl. Das können wir jetzt gleich machen. Nämlich wieder ein Kira. Wenn dann alles schön enden. Hier. Leveln. Achmen. Alles wunderbar. Wie immer eben. Mit dem Game Levels. Nichts Älteres, wie jetzt die ganze Zeit irgendwas stumpf zu grinden oder sonstiges. Weil ich es natürlich nicht auslassen kann, wenn es wirklich mal tatsächlich so ist. Ich muss mit ihm reden. Und nun die Bezahlung. Ja gut. Genau. Es wird irgendwann mal halt die Zeit kommen, wo ich dann auch für mein Grinden werde oder sonstiges für Rohstoff oder so eben gerade so Holz oder so. Ist ja ganz bei uns gerade Mangelware, sag ich jetzt einfach mal ein wenig. Und ja. Eventuell auch leveln, die Kopfgeldmission, sonstiges. Ja, da war dann, denke ich mal, schon ganz gut. Du willst zum Beispiel die Quest einfach rein, zack, raus. Kurzen Besuch abstatten, mit Messer in den Rücken. Was die ganze Sache. Die Penner. Du wieder. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Danke für alles, was du für mich getan hast. Nimm dies. Jo. Ja, ein ganz normaler Tag. Will ich nicht ziehen, meine Besatzung kommt ich mit lieber Money. Money, Money. Was Zeit ist nicht weh. Banan. Ja, das leihen wir mal. Fährt hier aus, bringt es aber natürlich wieder zurück.
So, schauen wir uns mal ganz kurz auf die Fläche um. Kira, Gymnasium. Ja, Quest kann man. Laufen wir gerade mal zum Gymnasium. Was wir da machen. Aha. Oh ja, Entschuldigung. Ja, tut leid. So, okay. Tun wir einmal kurz wieder mit Icarus alles abscannen. Ihr kennt es ja. Ist halt schon praktisch, wenn man einfach. Im Prinzip wohl er gar nicht. Komisch, er hat uns gesagt. Hält ein wenig mehr aus, ich habe kein Problem. Dann ist der von hinten. Ja, da macht es einen Parry-Angriff, aber ich stich ihn nicht aus. Oh oh. Hält Elfer. Das braucht. Schnell sein. Oh Gott. Ja. Kann so Gift-Attacke machen. Was? Vergiftet, oder? Dann leg ich erstmal einen weg. Den ganzen Schoß ist voll gar. Mach was ein Show. Jetzt kommt noch ein Hundi. Hundi. Was jetzt? Na gut. Also gut. Genius. Noch einer? Nee. Nee. Von die Level 14, die macht mich ja sowas von blauen, Alter. Oh oh, ich muss. Das hier mal ganz kurz weg. Ja, ich hab ganz kurz Angst. Ich hab noch ganz kurz einen Schatz, ne? Ach, das. Wann wird er um die rum? Hat er jetzt eigentlich noch Half-Life? Oder? Richtig. Nice. Wie viel Schaden mache ich in der. Oh, geht's aber. Ein Level 14er Hund. Are you serious? Na gut, ich meine. Exit, denke ich mal. Dann hin, I guess. Ey, kreiert.
Woody? Oh, Hund. Ey, den Hund wollte ich doch gar nicht. Ey, Alter. Rechts nochmal wieder. Oh, weg. Hat sich gerade selber im Prinzip gekillt. Vatermörderin, jo. So, jetzt hab ich dich klar. Gut beschädigen, ja mal. Sense des Greifen. Oh, wow. Das hört sich nach einem richtig krassen Speer an. Fantastisch. Habe ich jetzt eigentlich den einen da gekillt? Ja, den habe ich schon gelootet. Richtig. Ja, Wahnsinn. Cool. Natürlich noch so, ja, der ist ganz woanders. Ja, wenn es zu viel wäre, bezahle ich halt einfach Kopfgeld, ist dann jetzt kein Problem. Jetzt schalte ich die mal aus. Ist. Denker. Bitte. Dann fährt der Staatsfokus ist jetzt an. Aha. Wollte es jetzt mal lesen. Mal erstmal dick. Gegen die Brazen. Ah ja, schon einer. Stopp. Auf jeden Fall. Der ist abgeschlossen, okay. Oh, der gefällt es ja nicht, kann jetzt den Sperr dran. Also wer parryen kann in dem Game, ja dann im Prinzip, und so wie es aussieht. Ick. Und Spillage. Finishing. Perfekt. Genau. Perfekt. Gut, das heißt das Lager haben wir dann auch erledigt mit der Quest. Einmal plündern. Schäferstock. Die Kriegsbeute kaputt. Zack. Weiß es sich, also das ist ich sicher. Ja. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Das ist Sparta tatsächlich, wo denn hier spartanische Herrschaft. So, das Ding ist aber, ich will ja, dass Sparta gewinnt. Oder bin ich irgendwie unabhängig, sag ich jetzt mal. Das weiß ich allerdings eben nicht, dass Cassandra so eingestellt ist. Ob es nicht in Sperrgebieten zu dir rufen. Ja, jetzt gehen wir noch kurz die Quest ab. Und dann haben wir auch schon wieder viel geschafft in der Folge. Und ich werde dann noch offline-mäßig ein bisschen gucken, was für neue Ausrüstungen wir haben, etc. Halte mich dann dementsprechend vor, damit ihr da keine Zeit verschwenden und schön viel Gameplay sehen könnt. Welches ich dann euch präsentieren kann. So, wo ist die Werbe? Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen.
Du verstehst dein Handwerk wirklich. Hier, für dich. Das reicht. Ja gut. Immer zur Rache, jawohl. Befehl ich aber nicht gut. Alles klar? Dann würde ich mal sagen, vielen herzlichen Dank wieder fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Haut rein. Ciao.